Hallo und herzlich willkommen zu Elektronikzeit. In diesem Video schauen wir uns drei sehr beliebte Ladegeräte im Direktvergleich an. Im Ladegerätevergleich erwartet euch der Klassiker, das Bosch C7, aktuell für 82 Euro erhältlich, das bekannte und auch sehr beliebte MXS10 der Marke CTEC für 129 Euro und der Newcomer, das Noco Genius 10 in der EU-Edition für 118 Euro. Welches Ladegerät bietet am meisten für sein Geld? Wir vergleichen den Lieferumfang, technische Daten und die Zusatzfunktionen. Wer sich für die Details der einzelnen Ladegeräte interessiert, kann sich gerne meine anderen Videos hierzu anschauen. Ich habe sie euch mal unten verlinkt. Starten wir direkt durch. Beginnen wir mit dem Bosch C7. Die Marke Bosch hat sich ja schon einen Namen gemacht und steht generell für Qualitätsprodukte. Das zeigt sich auch beim C7 Ladegerät. Das mittlerweile schon in die Jahre gekommene C7 leistet immer noch gute Dienste und kann sich gut mit den aktuellen Ladegeräten messen lassen. Mit einem Ladestrom von 7 Ampere können 12 Volt und 24 Volt Batterien geladen werden. Geeignet ist das Ladegerät laut Hersteller für Batteriekapazitäten von 14 bis 230 Amperestunden im 12 Volt Modus und 14 bis 120 Amperestunden im 24 Volt Modus. Es können mit dem Bosch C7 Ladegerät Bleisäurebatterien, AGM-Batterien und Gel-Batterien geladen werden. Durch den Regenerationsmodus können Batterien regeneriert werden, die jetzt zum Beispiel länger gestanden sind. Die Funktion Stützbetrieb ermöglicht einen Batteriewechsel ohne Stromverlust und somit auch ohne Datenverlust. Ebenso kann das Ladegerät als 12 Volt Netzteil eingesetzt werden, für zum Beispiel Kühlboxen. Geliefert wird das Bosch C7 mit einer praktischen Wandhalterung, Batterieklemmzangen und Ringösen. Die Ringösen können direkt an der Batterie verschraubt werden, um Batterien von zum Beispiel Saisonfahrzeugen wie Campern, Motorrädern oder Oldtimern zu überwintern. Als Anschlussmöglichkeit gibt es hier einen praktischen Schnellverbinder. So ist es auch möglich, zusätzliches Zubehör oder neue Klemmzangen direkt anzuschließen. Also alles, was man zum direkten Laden der Batterie benötigt. Kommen wir zum CTEC MXS10. Das schwedische Unternehmen CTEC ist da bekannt dafür, gute Ladegeräte mit besonders schonender Batterieladung herzustellen. Fast jedes Jahr wird ein CTEC-Ladegerät in unterschiedlichen Ladegerätetests als Testsieger gekürt. Hier handelt es sich um ein 8-stufiges vollautomatisches Ladegerät mit einem Ladestrom von 10 Ampere. Es kann für Batterien mit einer Spannung von 12 Volt eingesetzt werden. Zu den Batterietypen gehören die herkömmlichen Starterbatterien, also Bleisäurebatterien, aber auch AGM- und Gel-Batterien. Geeignet ist das Ladegerät für Batterien mit einer Kapazität von 20 bis 300 Amperestunden. Das CTEC MXS10 verfügt über einen externen Temperatursensor. Dieser kann optional angeschlossen werden und ermöglicht dadurch einen optimalen temperaturabhängigen Ladevorgang. Das zweite Highlight ist das Anzeigen der Ladezyklen, was man vielleicht auch schon vom kleineren Ladegerät, dem CTEC MXS 5.0, kennt. Geliefert wird das CTEC MXS10 mit einer praktischen Tasche zum Verstauen des Ladegeräts und des Zubehörs. Auch beim MXS10 werden Ringösen für die Direktmontage an der Batterie mitgeliefert. Also auch hier ist problemlos eine Erhaltungsladung zur Überwinterung möglich. Rundum ein gelungenes Gerät mit allem Zubehör, das man benötigt, um direkt starten zu können. Kommen wir zum nächsten Ladegerät, das vielleicht noch nicht so bekannte Noco Genius 10. Der amerikanische Hersteller Noco hat auch schon eine längere Firmengeschichte und ist hier bei uns wahrscheinlich vor allem durch die Batteriebooster, die Powerpacks bekannt, die zum Starten von leeren Fahrzeugen geeignet sind. Bei dem Noco Genius 10 handelt es sich um ein 10 Ampere Ladegerät für den Einsatz von 6 Volt und 12 Volt Batterien. Das Ladegerät kann wie bei den anderen zwei Ladegeräten auch für Bleisäurebatterien, AGM und Gelbatterien eingesetzt werden. Zusätzlich gibt es auch einen Modus zum Laden von Lithium-Ionen-Batterien, wofür ja sonst bisher immer ein zweites Ladegerät erforderlich war. Mit dem Force-Modus kann versucht werden, komplett leere Batterien wiederzubeleben. Der Supply-Modus dient als Stützbetrieb, sodass auch hier 12-Volt-Geräte betrieben werden können oder eben Batterien ohne Stromverlust getauscht werden können.
Das Norco Genius 10 wird ebenfalls mit Klemmzangen, Ringösen und einer Wandhalterung ausgeliefert. Rundum also ein solides Gerät und sehr vielseitig einsetzbar. Jetzt habt ihr einen groben Überblick über die einzelnen Geräte bekommen, dann schauen wir uns die Geräte mal im Direktvergleich an. Alle drei Geräte werden mit sehr guten Batterieklemmzangen und Ringösen ausgeliefert. Beim Bosch C7 und dem Norco Genius 10 enthält der Lieferumfang noch eine zusätzliche Wandhalterung. Beim MXS10 ist es eine kleine Tasche. Alle drei Ladegeräte können die üblichen Starterbatterien, AGM und Gelbatterien laden. Das Norco Genius 10 kann zusätzlich noch Lithium-Akkus laden. Alle drei Geräte können 12-Volt Batterien laden. Das Bosch C7 zusätzlich noch 24-Volt Batterien und das Norco Genius 10 6-Volt Batterien. Das Bosch C7 kann im 12-Volt Modus Batterien mit einer Kapazität von 14 bis 230 Amperestunden laden. Im 24-Volt Modus Batterien mit einer Kapazität von 14 bis 120 Amperestunden. Das CTEC MXS10 kann 4 Batterien mit einer Kapazität von 20 bis 300 Amperestunden eingesetzt werden. Das Norco Genius 10 bis 230 Amperestunden. Das Bosch C7 lädt mit einem Ladestrom von 7 Ampere im 12-Volt Modus, mit 3,5 Ampere im 24-Volt Modus. Das CTEC MXS10 lädt mit 10 Ampere und das Norco Genius 10 ebenfalls mit 10 Ampere, sowohl im 6-Volt Modus als auch im 12-Volt Modus. Kommen wir zu den Sonderfunktionen der Ladegeräte. Die Supply-Funktion oder auch Stützfunktion genannt. Alle drei Ladegeräte können als 12-Volt Netzteil eingesetzt werden. Durch den Supply-Modus ist es mit allen drei Ladegeräten möglich, einen Batterietausch ohne Datenverlust durchzuführen. Die nächste Funktion ist die Rekonditionierungsfunktion. Auch hier verfügen alle drei Ladegeräte über einen Modus, um tiefenentladene oder sulfatierte Batterien wieder auf Vordermann zu bringen. Die Unterschiede stecken hier im Detail. Das Norco Genius 10 zum Beispiel kann auch im Force-Modus für Batterien mit einer Restspannung von 0 Volt eingesetzt werden. Eine Batterieladung kann mit dem Norco Genius 10 nur erfolgen, wenn eine Restspannung von 1 Volt vorliegt. Die anderen zwei Ladegeräte haben hier höhere Anforderungen an die Restspannung der Batterie. Das CTEC MXS10 zum Beispiel erwartet immer eine Restspannung von 2 Volt, sowohl im Recon-Modus als auch im normalen Lademodus. Das Bosch C7 Ladegerät erwartet sogar eine Mindestspannung von 7,5 Volt. Wer also vorhat, tiefenentladene Batterien wieder auf Vordermann zu bringen, der sollte das auf jeden Fall berücksichtigen. Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich bei allen drei Ladegeräten um Qualitätsprodukte handelt und jedes für sich ein Kauf wert ist. Welches das beste Ladegerät ist, hängt natürlich immer davon ab, für was es eingesetzt werden soll. Preis, Ladestrom und somit Ladegeschwindigkeit oder Zusatzfunktionen, das müsst ihr jetzt selber gewichten, was euch hier am wichtigsten ist. Wer 24 Volt Batterien laden möchte, greift hier auf jeden Fall zu dem Bosch C7, weil das können die anderen zwei nicht. Wer nur 12 Volt Batterien laden möchte, bekommt mit dem CTEC MXS10 ein qualitativ sehr hochwertiges Produkt mit einem Temperatursensor, der extern die Temperatur messen kann und somit für optimale Ladebedingungen sorgen kann. Wer ein Allround-Gerät sucht, der ist auch mit dem Norco Genius 10 sehr gut bedient, das jetzt unter anderem auch Lithium-Batterien und 6-Volt-Batterien laden kann. Alle Infos zu den Geräten findet ihr auch auf elektronikzeit.de. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat und ich euch weiterhelfen konnte. Ciao, ciao, bis zum nächsten Video.